Bekanntlich spricht man bei den großen US-Tech-Aktien von den Magnificent Seven, den wunderbaren Sieben. Aber aus diesen wunderbaren Sieben scheinen jetzt wunderbare Fünf zu werden. Nach Vorlage der Zahlen bis auf Nvidia haben alle aus diesem Club der Magnificent Seven ihre Zahlen vorgelegt. Und es sieht so aus, als würden zwei diesen Club jetzt so ziemlich sicher verlassen. Erstens Tesla. Und zweitens Apple, denn beide Unternehmen sind signifikant schwächer als die anderen. Das sieht man an vielen Kennzeichen, das sieht man vor allem an den Wachstumszahlen. Diese Firmen stagnieren oder sind teilweise sogar mit schlechten Aussichten versehen, während das Wachstum, der bei den anderen großen Tech-Werten nach wie vor in Ordnung geht. Das wollen wir uns mal anschauen im Vorfeld der heutigen US-Arbeitsmarktdaten und im Umfeld dieser wieder aufbrechenden Bankenkrise, die gestern dafür gesorgt hat, dass die Wall Street schon vor den Zahlen der großen Tech-Werte positiv war. Aber eins nach dem anderen, meine Damen und Herren, schauen wir uns mal die Geschichte an. Hier sehen wir mal links Revenue Growth im vierten Quartal, also Umsatzwachstum, Meta ganz vorne, dann Microsoft, Amazon, Google und so weiter und so fort. Und ganz hinten Tesla und Apple, und das sieht man dann auch im Aktienkurs, Magnificent 7 January Returns, also das, was im Januar gelaufen ist. Nvidia ganz vorne, Apple und Tesla ganz hinten. Letztes Jahr sah das noch ein bisschen anders aus, da war Tesla die drittstärkste Aktie. Und Amazon und Apple immerhin deutlich besser als der S&P 500, wenngleich auch eben doch deutlich hinter den anderen als schwächste der Magnificent Seven. Also wir sehen, da haben wir praktisch einen Abstiegskampf vor uns. Und dieser Abstiegskampf, der findet statt zwischen Tesla und Apple. Und das sehen wir bei Tesla hier ganz konkret. Jetzt ist Tesla nicht mehr das acht wertvollste Unternehmen im S&P 500. Man wurde überholt von Eli Lilly, diesem Pharmakonzern, der jetzt von 100 Milliarden Dollar auf 600 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung zugelegt hat und damit die Firma von Elon Musk hat überholen können. Gucken wir mal auf die Zahlen gestern etwa von Meta. Natürlich sehr, sehr gut, keine Frage, aber ich glaube, der Hauptgrund, warum die Aktie 15%, das sind drei Standardabweichungen, nach der Vorlage der Zahlen gestiegen ist, dürfte daran liegen, dass man das Aktienrückkaufprogramm um 50 Milliarden Dollar aufstockt und auch eine Dividende von 50 Cent pro Aktie zahlt. Naja, eine Aktie, die 450 Dollar kostet, 50 Cent Dividende ist jetzt nicht so fürchterlich üppig in Sachen Dividende. Entscheidend ist wohl hier der Aktienrückkauf. Meta hat ja 11.000 Mitarbeiter entlassen, damit man eben mal ganz entspannt solche Aktienrückkäufe machen kann. Interessant übrigens auch, dass das Wachstum bei Werbung vor allem durch chinesische Werber gekommen ist. Das nur gleich am Rande. Facebook hat einige Themen, oder Meta hat einige Themen, Zuckerberg ja kürzlich vor dem US-Kongress aussagen müssen. Also da ist das Risiko schon da, dass Facebook, dass Meta einige Probleme kriegt. However, Probleme hatte auch hier der gute Jim Cramer, der Meta immer empfohlen hatte. Und am 27. Oktober 2022, da ist er regelrecht in Tränen ausgebrochen, nachdem Meta Zahlen vorgelegt hat, die damals enttäuscht haben. Und das war so ziemlich das Tief. Da hat er sich dann entschuldigt, hat gesagt, ich habe mich geirrt. Und das war der Tiefpunkt im Prinzip für Meta. Seitdem ging es massiv nach oben, über 400%. Auch für Amazon ging es nach oben. Wir haben bessere Earnings per Share mit 1 Dollar statt 78 Cent. Amazon hat jetzt vor allem die Kosten in den Griff gekriegt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dabei sehen wir AWS, also das Cloud-Geschäft von Amazon, eigentlich doch fast enttäuschend mit einem Umsatz von 24,20 Milliarden erwartet. 24,22 Milliarden. Und auch hier für die weiteren Prognosen, wie es weitergeht, sieht Amazon 138 bis 143,5 Milliarden Dollar. Man schätzte 142,0 Milliarden. Also das ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, das ist ja wirklich der Mega-Hammer. Die Aktie dennoch über 7% dann nachbörslich gestiegen. Hier sehen wir unten mal AWS Revenue and Operating Income.
Also wie schaut es aus mit diesem ja zentralen Cloud-Geschäft? Retail, also das, was Amazon Ihnen oder mir verkauft, wenn man übers Internet was bestellt, spielt faktisch in diesen Zahlen eine nur untergeordnete Rolle. Wir sehen bei Amazon übrigens immer wieder, dass wenn die Zahlen positiv aufgenommen werden, die Aktie dann gerne auch mal am nächsten Tag wieder diese Gewinne abgibt. Mal schauen, wie es heute passiert. Aber jetzt gucken wir uns der Apple an. Apple 181,45 nachbörslich, also im Minus geschlossen, obwohl man die Erwartungen, naja, übertroffen hat. Aber es gab da ein paar Problemchen, nämlich das China-Geschäft auf der einen Seite. Und dann vor allem Services, also der Service-Sektor von Apple, auf den man ja sehr viel Hoffnung setzt. Hier ist der Revenue 23,12 Milliarden statt 23,37 Milliarden. Das ist doch schon eher enttäuschend. Etwas besser die Revenues über die iPhone-Umsätze, also die Verkäufe in iPhones. Und wir sehen hier ganz klar eben, Greater China ist ein Problem. Apple verliert seinen Zugriff auf China und Konsorten. Greater China ist auch Taiwan, ist Hongkong und so weiter und so fort. Also Japan läuft gut, Amerika okay, Europa da schon besser, was die Wachstumsraten betrifft. Also das ist jetzt in Sachen iPhones, wie wir hier in dieser Grafik sehen, ganz ordentlich gewesen. Aber wo ist jetzt das große Wachstum? Wie will diese Firma noch wachsen? Hier unten sehen wir mal Revenue Change. Die Apple war ja 4 Quartale in Folge sogar mit einem rückläufigen Umsatz konfrontiert. Jetzt hat man es geschafft, so ein bisschen wieder zu wachsen, aber nicht allzu deutlich. Hier sehen wir das mal, 2,1%, so das Wachstum jetzt year over year. Aber das ist eben in einer Situation, in der ich sehr, sehr viel Geld für eine Aktie bezahle, die faktisch nicht mehr wächst, oder für ein Unternehmen, das faktisch nicht mehr wächst. Natürlich problemschick, charttechnisch, jetzt die Apple-Aktie sogar knapp unter ihren 200-Tages-Durchschnitt gefallen, nachbörslich, muss man sehen, wie das Ganze weitergeht, 181,45, die 200-Tages-Linie, auf die vor allem institutionelle Investoren sehr stark achten, bei 182 und ein paar zerquetschten. Warum ist Apple keine Wachstumsstory mehr? Weil man irgendwie bei KI nicht den Zugriff kriegt und, was ist heute mit meiner Stimme, meine Damen und Herren, ich höre Frosch im Hals oder was? Ja, jedenfalls kriegt man da keinen Zugriff in Sachen KI und diese Vision Pro, also diese Datenbrille, wenn man so will. Da ist ja auch hochinteressant, dass Apple ja verboten hat, dass man diese riesige Batterie, die man hier dann an der Seite haben muss, damit dieses Ding überhaupt funktioniert, die darf man nicht zeigen. Und das ist ein Problem, warum das kein Massenprodukt werden dürfte aus meiner Sicht. Wir werden sehen, wie die Dinge weitergehen. Aber gut gesehen hat es der Optionsmarkt. Hier bei Apple eine Veränderung von 3-4%. Zwischenzeitlich war Apple mal 4% dann auch im Minus. Bei Amazon hat man so 6-7% erwartet. Das ist ziemlich genau hingekommen. Bei Facebook respektive Meta 7%. Da hatten wir ja diese extreme Abweichung, die, glaube ich, auf Dauer sich nicht wird halten lassen. Aber schon eine ziemlich gute Trefferprognose. Jetzt kommen wir mal zu den KI-Geschichten, das ist ja das, was eigentlich der Markt hören will, KI, 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 und das hat gestern Amazon dann noch vor den Zahlen geliefert. Da hat man gesagt, ja, wir werden generative KI liefern als Shopping-Assistent mit dem Namen Rufus. Und ich habe gestern zu dem Moment der CNBC geschaut, als diese Meldung kam, und der eine Gesprächspartner, wow, das ist ja ganz toll. Ah, ist das toll. Also hat er KI gesagt? Er hat KI gesagt. Ich habe es genau gehört. Er hat KI gesagt. Aber wenn wir uns mal die Geschichte genauer angucken, dann sehen wir, Apple said, dass es tremendous amount of resources jetzt einsetzt in die AI efforts. Also man gibt sehr, sehr viel Geld aus, um da irgendwie einen Bein auf die Erde zu kriegen. Das gleiche für Meta. Meta raised the top of its expenditure outlook by 2 billion. Given investments in AI. Ähnliches sagte Amazon. Also Amazon hat sich jetzt in den, oder genauer gesagt, die künstliche Intelligenz hat sich jetzt in den Finanzresultaten niedergeschlagen, wie hier eine Twitter-Comment sagt, allerdings mehr aus bei der Kostenseite als bei der Umsatzseite. Und ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Der Finanzchef von Meta hat gesagt, wir erwarten in 2024 keine
nennenswerten Umsätze über generative KI. Also das zeigt doch so ein bisschen, dass das noch weit weg ist, dass das irgendwo nicht so richtig derzeit funktioniert mit der KI. Diejenigen also, die Goldgräber sind, die versuchen Gold zu finden. Die einzigen, die irgendwie Geschäft machen, sind die, die die Goldschaufeln verkaufen. Also vor allem Nvidia. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren, gestern. Positive Märkte schon. Und Stocks sind gestiegen wegen Regional Banking Crisis, also wegen dieser Krise der Regionalbanken. Klingt natürlich wieder absurd, aber ist dieses Muster, was wir damals schon gesehen hatten, ja, wenn jetzt die Regionalbanken wieder ein Thema haben, dann muss die Fed die Zinsen früher senken, denken sich die Märkte. Gucken wir mal auf die Sektoren gestern, diese 11 Sektoren, dann sind von den ersten 4 bis auf Consumer Discretionary eigentlich alles defensive Sektoren, also Consumer Staples, Utilities, Real Estate, also Immobilien. Wir sehen gestern Tech am besten und der Small Caps, Dow Jones, dann noch etwas schwächer. Also das Thema hier, oh, da muss die Fed vielleicht die Zinsen senken. Hier sehen wir mal S&P Future Regional Bank Crisis ist schlimm. Und dann, warte mal, das ist doch gut, weil die Fed dann die Zinsen senken muss. Booms ging es nach oben. Dennoch sehen wir im Chart hier wieder deutliche Divergenzen. Ich glaube, wir sind jetzt in einem Top-Bildungsprozess, der sich hier gerade ausbildet. Da kann dann immer noch mal was kommen und noch mal ein bisschen ein neues Allzeithoch. Aber es ist, aus meiner Sicht, wird es jetzt langsam sehr, sehr topisch. Hier sehen wir die Regionalbanken, haben sich dann zum Handelsende wieder ein bisschen erholt, aber hier mal die üblichen Verdächtigen von damals, Western Alliance, Science Bank Corp, Charles Schwab, wie sie alle heißen, PacWest, Sie kennen die Namen noch vielleicht aus der Vergangenheit. Und wo ist das Problem dieser Banken? Vor allem Commercial Real Estate, also Gewerbeimmobilien. Und hier vor allem Büroimmobilien, deren Wert um 25% innerhalb eines Jahres gefallen ist. Apartments minus 12% und so weiter. Self-Storage Properties minus 11%. Hier sehen wir das also nochmal aufgeschlüsselt. Heute Nacht wieder weiterer Absturz der japanischen Bank Aozora, die ja da dick investiert ist in Gewerbeimmobilien. Immobilien in den USA. Aber wir sehen jetzt eigentlich die Fed Fund Futures, die maßgeblich sind, weil sie sozusagen direkt die Zinserwartung bepreisen. Wie ist die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung im März? Nicht so hoch, 35,5%, fast der 2/3 Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben, nach den Aussagen von Jerome Powell, der gesagt hat, also ist aus meiner Sicht unwahrscheinlich. Hier nochmal der S&P 500, by the way, mit diesen negativen Divergenzen sehr stark überkauft, auch im RSI Open, das nur mal am Rande. Heute bekommen wir 14:30 ja die US-Arbeitsmarktdaten, Erwartung 187.000, Stundenlöhne 0,3 und 4,1%. Die Wall Street hofft auf ein etwas schlechteres Ergebnis, damit die Zinsen sinken können. Powell hatte ja gesagt, ja, wenn die Arbeitslosigkeit deutlich steigen würde, dann würden wir sofort an der Zinsschraube drehen. Der Januar war ein bisschen schwierig, auch was das Wetter betrifft. Da gab es ja diese Kältewelle. Dementsprechend könnten die Daten so ein bisschen schwierig zu interpretieren sein. Man achtet aber sehr stark auf die Revision der Vormonate diesmal. Das wird ein entscheidender Punkt sein, denn da kommt jede Menge Revision auf uns zu, offenkundig. Also achten Sie 14:30, wenn Sie bei Finanzmarktwelt reinschauen, um sich über die Daten zu informieren, achten Sie da auf die Revisionen. Und am Wochenende kommt der Jerome Powell, der hat gestern schon dieses Interview gegeben, was am Sonntag allerdings in den USA erst ausgestrahlt wird. Das könnte wichtig sein. Am Wochenende kann man ja an den Aktienmärkten nicht reagieren, wie Sie wissen. Also, dass Sie das mal im Hinterkopf haben, dass der Jerome auftreten wird. Und der Jerome hat ja gesagt, ja, wir sehen schon, dass die Wirtschaft hier doch ziemlich robust ist wieder. Und wir sehen vor allem den Bereich Manufacturing wiederkommen. Gestern ja der ISM-Index, der hier stark gewesen ist. New Orders sind nach oben gegangen, das deutet darauf hin, diese New Orders sind ja praktisch ein Frühindikator, das deutet darauf hin, dass da eine Erholung stattfindet in diesem Jahr, so lange in der Rezession befindlichen Industriesektor. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, Meta und Amazon, alleine 270 Milliarden Dollar ist gestiegen, erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, dann die Ampelkoalition steuert heute auf das nächste Haushaltsdesaster zu. Warum, wieso, weshalb, worum geht's da? FDP jetzt bei 3%, Sarah Wagenknecht
Vielleicht im Parlament müsste man sehen. Jedenfalls, das ist für die Ampel-Koalitionsparteien ein ziemliches Desaster in den Umfragen. Da ist nicht viel zu gewinnen derzeit. Also hier diese Empfehlung, sich das mal anzuschauen, was heute im Deutschen Bundestag dann passieren wird. Zwei Empfehlungen und 14:30 reinschauen bei den Arbeitsmarktdaten. Jetzt sage ich Servus, ciao.